Und damit wieder ein recht herzliches Willkommen hier zurück zu Elden Ring. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das freut mich sehr. So, ja, im letzten Part mal wieder ein paar Runen weggeschmissen. Ja, wir haben es halt, ne? Kannst ja einfach so wegschmeißen. Ja, ich habe jetzt hier schon mal alles geklärt. Habe außerdem schon den Ritter getriggert, deswegen läuft er hier unten schon irgendwo rum. Wenn ich erstmal in Sicherheit gehen wollte, da ist er. Ja, um den Part halt zu starten. Und jetzt kümmern wir uns um den Kollegen da. Ihr seht, habe ich auch nur noch drei Tränke. Habe hier mal wieder ein bisschen schnell, schnell, schnell machen wollen. Naja, egal. So, mein Freund. Du machst also blöden, bösen Blutungsschaden. Aber ich auch. Blutiger Schnitt. Okay, interessant. Das ist eine Asche. Nee, wir wollten erstmal oben gucken, was es oben gibt. Erstmal oben gucken. Hier habe ich, wie gesagt, schon alle erledigt. Und da hinten gibt es nämlich noch ein Item. Blutrose. Okay, die haben wir schon ein paar Mal gefunden. Nacht voraus benötigt. Okay. Mal, wenn ich dran denke, komme ich mal bei Nacht nochmal wieder. So, was haben wir hier im Turm? Eine Leiter. Oh, ist das wieder so eine ewig lange Leiter? So hoch war doch der Turm gar nicht. Keine Falle voraus. Oh, ihr habt euch hochgeportet oder was? Okay. Sie dürfen nicht. Mit der Young von Dektus. Schlüssel. Okay. Eieiei. Überhaupt nicht groß die Welt. Gut, runter geht immer schneller. Wusch. Sind denn noch so eine Ebenen? Oder noch irgendwo hin? Nee, man könnte wahrscheinlich runterspringen oder so. So, okay. Dann gehen wir mal gucken, was unten in der Festung abgeht. Der Seite waren wir auch noch nicht. Gucken wir auch noch mal schnell. Natürlich gibt es hier ein Item. Schmiedstein. Schmiedestein. Yay. So. Was haben wir denn hier drin? Normalischer Krieger. Okay. Das war's. Zeit für dies Armee. Okay, das war anscheinend schon alles. Mal gucken wir mal, ob wir den Typen wieder besuchen können, ob der da noch steht. Prüfen. Prüfen, prüfen, prüfen. Ja. Machen wir von hier. Hätte ich das ja doch in dem einen Part noch schaffen können, das komplette Ding hier zu machen. Oh Mann. Da wollen wir hin. Der ist da auch noch. Hallöchen, mein Freund. So. Ich war im Lager. Ah, I've been waiting for you with bated breath. Did you manage to recapture my fort? Oh, excellent news. Just wonderful. And the knight's dead to boot. Well done, my friend. Well done indeed. I knew I was right to trust you. Now, here's your reward, as promised. Go ahead. It's all yours. Erdenstahl-Dolch. Okay. Right then. Time for me to head to the fort.
I've much to do. First, I'll have to re-establish communication with the demihumans. What's that look? You don't believe me? Well, under the Erd Tree, co-mingling with the demihumans is made possible. Even the Vulgar shall not be left behind, under the rule of true order. Which is why I, Kenneth Hite, next in line as the rightful ruler of Limgrave, have sworn to uphold it. Just you watch, my friend. Just you watch. Ah, yes. Would you like to enter my service? I see bright things in your future, stout warrior. Enter into my service and learn the workings of the Erd Tree's true order. And who knows? Perhaps sometime down the line, the grace of gold will return to those tarnished eyes of yours. What say you? A fine accord, is it not? Ja, very well, los. Very well indeed. I knew I saw something in you. I shall await you at my fort. We shall hold a ceremony for your knighting there, I think. I see great things ahead of us. We are truly by the Erd Tree blessed. Right then. Time for me to head. I've much. Okay. Wir sind jetzt also quasi in seinen Diensten. Und so, nochmal zur Festung zurück. Machen wir gleich. Jetzt will ich aber erstmal den Erdendeutsch mir angucken. Glaube. Oh. Glaube. Ein Erdenschalldolch mit eingravierten Graswappen, die bevorzugte Selbstverteidigungswaffe der königlichen Familie des Erdenbaums in Friedenszeiten. Zwar ein Meisterstück der Handwerkskunst, jedoch äußerst schwer zu führen. Angriffskraft steigt mit Glaube. Talent, Schnellschritt. Ein Talent für geschickte und flinke Hände. Führt ein schnelles Manöver durch, mit dem ihr fixierte Ziele umkreisen könnt. Okay. Schlecht. Aber leider ist unser Glaube noch nicht hoch genug. Und im Deutsch hat sowieso zu wenig Reichweite. So, dann gehen wir nochmal schnell zurück zur Festung. Oder hat er gerade die ganzen Texturen nachgeladen? So, dann dürfen wir jetzt hier keine Gegner mehr finden, oder? In der Tat. Nice. So, die goldene Saat. Sollen wir noch benutzen? Hä? Jetzt sind hier Halbmenschen drin. Warum? Nicht, dass ich den Typen jetzt hier tot irgendwo finde. Er hat gesagt, ich soll ihn in seiner Festung nochmal besuchen. Balliste ist weg. Ja, da ist er. Okay, was hast du denn? Ah, you is it? I suppose you must have seen it by now, yes. The sorry state of my fort? Oh, indeed, it is a foul fate for a land to be without a ruler. One must be found, with haste, and not that awful Godric, but a true and stalwart lord of the proper lineage to take the reins of Limgrave. I am sorry to have lifted your hopes, but I haven't the authority to raise you to knighthood. As things stand, the great Kenneth Hite issues his sincerest apology. But now, I must begin my search post-haste for a true and stalwart lord of the proper lineage to take the reins of Limgrave.
I must begin my search for a true. Okay. Gut, dann ist das jetzt wohl beendet. Da hoch. Nicht wirklich. Wenn jetzt hier noch ein Versteck ist, ne? Okay. Knappe Geschichte. Gut. Dann haben wir das also auch erledigt. Bleibt wieder die Frage, was wir als nächstes tun. Nehmen wir mal die Gnade mal da unten. Jetzt mal gucke ich, ob ich meine Flaschen wieder auffüllen kann. Und dann müssen wir mal noch ein bisschen erkunden. Dann muss ich halt beim nächsten Mal das andere da erkunden noch. Flaschen aufladen und hinzufügen. Jo, sehr schön. 3 goldene Saat brauchen wir jetzt. Okay, krass. Dafür haben wir jetzt 7 und 1. Das heißt, ich werde mal 6 und 2 draus machen. Und mal 2 blaue Fläschchen dabei. Gut. Dann würde ich sagen, versuchen wir das Bluthundgefängnis nochmal, ne? Ah ne, Bluthund war es nicht, sondern Siegegefängnis des Sturmhügels, ne? Hainhöhle nicht. Da möchte ich hin. Vor dem Tor. War das das Richtige? Ich glaube nicht. Nee, komm, nee, das wird nichts von hier. Dann müssen wir von hier hin. Und dann versuchen wir den Kollegen nochmal. Warum ist das schon wieder so stürmisch? Wer bist du denn? Du bist ein Gegner. Du bist ein blöder Gegner. Ich dachte gerade wieder ein NPC, der sich versteckt hat. So, nach langer Suche haben wir es endlich mal geschafft. Junge. Umwege. Ich bin jetzt, von welchem bin ich jetzt gekommen? Von dem hier, genau. Und bin hier runtergelaufen. Hätte mir auch gleich auffallen können. Naja, egal. Wir sind da, wir haben es geschafft. Also können wir jetzt in dem Part noch 1-2 Mal den Boss versuchen. Beziehungsweise einfach nur legen. Schauen wir mal. So, kann ich was rufen? Kann ich nicht. Geil. Dann komm mal her. An, ey. Ja, der ist auch so extrem aggressiv. Ach komm! Das hat ja schon mal gar nichts gebracht. Das ist halt extrem hart, finde ich. So, nochmal.
ihm gleich mal einen Feuerball in die Fresse hauen. Okay, Bro. Okay, Bro. Ach, Mann. Schmelzt hier, Ritter. Was ein Arsch. Wollen wir das mal mit dem Ushikatana versuchen? Mit dem Heiligen Schaden? Heiliger Blutdruckschaden? Komm, wir versuchen das mal. Immerhin ein Verbannter, vielleicht macht das mehr Schaden. Schauen wir mal. Ach scheiße, die 62 Runden da jetzt. Dann haben wir ihm wieder direkt einen Feuerball im Kopf. So, dann komm mal her. Okay, das macht nicht so viel Schaden. Eieieiei. Das war mehr Glück als Verstand. Ach komm! Okay, das macht mir zu wenig Schaden. Ja los, ein Versuch noch in diesem Part. Und dann endet es auch schon wieder. Mal wieder mit dem Tod, wie immer. Alter, warum denn so aggressiv, Junge? Warum nur so aggressiv? Ey. Diese Kombos von ihm, eine nach der anderen. Ja, gar nichts gebracht. Oder auch gar nichts gebracht. Diesen Schildmove kriege ich immer noch nicht auf die Reihe. Nein. Eigentlich habe ich geblockt, aber egal. Thank you.
Okay. Genau in dem Moment, wo ich angegriffen habe, fliegt er hoch. Ach Mann. Gut, dann endet diese Folge wieder mal mit einem Tod. Super. Ich krieg den nicht auf die Kette, ey. Krieg den einfach nicht auf die Kette. Naja, gut. Alles klar. Mal schauen, vielleicht machen wir es im nächsten Part weiter. Weiß ich noch nicht. Naja. Dann danke ich wieder, wie immer, recht herzlichst fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderhübschen Tag und dann sehen wir uns im nächsten Part bei Elden Ring oder was anderem wieder. Vielen Dank. Haut da rein.